Salü miteinander, guten Abend. Es ist Freitag 17.45 Uhr. Wir haben den 4. Oktober. Und Sie schauen diesen Clip, weil Sie was über den DAX wissen wollen. Heiße Kiste dieser Woche. Und wie Sie schon sehen, ich musste ein anderes Chartsystem nehmen, denn viele Chartsysteme haben die Kurse von gestern, diese lustigen Indikationen drin. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn Ihnen hier eine riesengroße Kerze fehlt, die bis zur 200-Tage-Linie fast reichte. Bei mir ist die nicht drin. Das hier sind die Original-Xetra-Kurse inklusive heute, dem Schlusskurs. Weil das von gestern, das will ich eigentlich gar nicht im Chart haben. Deswegen musste ich jetzt heute hier ändern. Wie dem auch sei, wie sieht es aus? Also, dass die 12.500 Widerstand ist, haben wir ein paar Mal gesagt. Ich hätte nicht gedacht, überhaupt keine Frage, dass das Ding hier so fett runterknallt. Keine Chance. Ich hatte erst gedacht, dass die 206 bzw. insbesondere die 12.141 hier dieser Bereich, dass der hält. Aber der ist ja da sang- und klanglos durchgegangen. Und wenn man sich mal so einen 4-Stunden-Chart oder einen 1-Stunden-Chart anschaut, ja, das war schon fettes Brot. Also vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, von dem gesamten Volumen, was auf Xetra gehandelt wurde, fanden fast 50% nur zum Schlusskurs statt. Also das war nochmal so ein richtiger Sell-Off-Basket mit heftigst Volumen. Das hat ja allein im Index, glaube ich, fast 30 Punkte gekostet, die dann nochmal vom vorletzten Kurs zum letzten um 17.36 Uhr runterging. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ich fange mal mit den Bändern an. Die Bänder gehen immer noch ein bisschen auf. Es ist sehr schade, dass dieser Hammer, und das ist so lange ein Hammer, bis er die 11.881 unterbietet. Das wäre mir noch lieber gewesen, der wäre ins Band reingesprungen. Gut, hat er nicht gemacht. Wir schließen am Tagespivot, ziemlich genau, also ich glaube 10 Punkte drunter. Das ist, nehme ich jetzt erstmal so hin, aber es ist definitiv ein Hammer, der Vertrauen gibt. Das heißt, ein Long kann direkt hier unten drunter gestoppt werden, sagen wir mal 25 Punkte drunter. Ist eine Möglichkeit, haben so einen fetten Hebel drin. Diese beiden Kerzen sind natürlich super irritierend. Ja, also muss ich auch sagen, der hat mal richtig ordentlich Luft abgelassen. Zurück zu den Bändern. Beide gehen noch auf. Wir sind außerhalb des Bandes und zwar den zweiten Tag in Folge. Das ist nicht so toll. Wir haben auch hier über das MACD noch immer ein jetzt größeres Histogramm. Ist auch noch negativ. Und die Technik gilt zwar als tief, aber dreht noch nicht. Das kann über Tage dauern. Auf dem 4-Stunden-Chart bzw. auf dem 1-Stunden-Chart, wenn Sie feststellen, dass das seit, jetzt mal den Donnerstag gestern rausgelassen, seit Montag, glaube ich, war die 1-Stunden-Stochastik permanent hier unten, die Krebse so bei 5 rum. Also hier ist noch nicht mal eine Stabilisierung in Sicht. Das einzig wirklich Positive ist dieser Hammer, den wir hier momentan haben. Das ist also eine schwierige Geschichte. Als nächste Unterstützung haben wir natürlich die 200-Tage-Linie. Die ist auch da bei 11.797. Man muss ein bisschen schauen. Was mir auffällt ist, das hier sind die Fibos. Jetzt mal die erste lange große Bewegung. Ich habe es neulich beim Goldfilm erklärt. Jeder macht es ein bisschen anders. Ich mache es so. Diese Bewegung hier haben wir jetzt zu 50% verfrühstückt. Hier ist das Retracement. Das ist fast auf dem Punkt drauf. Aber jetzt schauen Sie nochmal hier. Jetzt ziehe ich das nicht hier unten an, sondern auf dem letzten Ausgangspunkt der letzten Bewegung. Und da sind wir auch am 61er gewesen, bei 11.913. Das heißt, diese Zone zwischen 11.881 zu 11.913 ist auf jeden Fall eine Unterstützungszone. Von einer Logik her, so es das an einer Börse gibt, muss man einfach mal davon ausgehen, wenn wir jetzt hier schon 500 Punkte von hier oben und ich nehme mal nur den heutigen Tag, 600 Punkte runter, dann darf der auch mal 200, 300 Punkte steigen. Da darf man nicht meckern. Aber Beweis bleibt er mir schuldig. Ich habe im Moment nur den Hammer, der als einziges positives Signal hier dienen kann. Aber bitte stopp direkt hier unten drunter. Ich habe euch trotzdem ein paar Scheine mitgebracht. Und auch das muss ich dann natürlich heute ein bisschen anders machen. Und zwar einen Longschein habe ich mir eingesucht, 11.622, jetzt muss ich das mal hier rüber machen, 11.622, da sind wir unter der 20-Tage-Linie und hier auf diesem Niveau, 11.622, dennoch hat das Ding einen 30er Hebel. Das ist also keine kleine Mizi-Option. Ja, Mizi, wo habe ich das noch neulich wieder gehört?
Das ist von Goldman Sachs ein Open Engine mit der Kennnummer GB16J9. Das ist für den Fall, dass wir morgen bzw. am Montag hier wieder reinspringen in das untere Band, den Hammer bestätigen und vielleicht hier eine Stabilisierung kommt. Ich rechne eigentlich eher damit, wobei mir momentan der Chart sagt, nee, bleib noch mal ein bisschen draußen, aber mir hat die heutige Bewegung gefallen, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich einen zweiten Schein, und zwar einen Put. Das ist dieser hier, das ist ein 12.532er. Der liegt auch wieder ganz knapp dahinter. Da es auch ein Open-End-Schein ist, immer darauf achten, die Basis reduziert sich jeden Tag. Das ist ein 23er Hebel. Ich muss keinen hier oben nehmen, der reicht bis hierhin. 12.532, und das ist von Goldman die GB27NK. Liebe Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading, ein tolles Wochenende und fette Beute. Bye bye, ciao.